Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet und zwar geht es darum, wie man ganz schnell einschläft. Also dranbleiben. Sehr viele Klienten von mir haben ja Einschlafprobleme. Und ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht, ob du schnell einschlafen kannst oder ob du dich ewig hin und her wälzt, ob viel im Kopf bei dir rumgeht und es dir dann den Schlaf raubt. Ich bin ja Gott sei Dank mit einem sehr schnellen Schlaf gesegnet und ich möchte dir jetzt so meine Top-Tipps einfach mal verraten, wie du unterstützen kannst, dass du gut und schnell einschlafen kannst. Und auch in einer Minute, wenn du das möchtest. Tipp Nummer 1 ist zwar ziemlich offensichtlich, aber bitte, bitte verbanne dein Handy, verbanne deine Bildschirme, deinen Laptop, deinen Computer einfach eine Stunde bevor du schläfst. Wäre ideal, wenn du eine halbe Stunde schaffst, auch toll, einfach aus deinem Leben. Das heißt, chatte nicht mehr herum, schreib keine Nachrichten mehr, schau dir nichts mehr auf YouTube an oder auf anderen sozialen Kanälen, Facebook, Instagram und so weiter, sondern schau, dass du das einfach weglässt. Erstens einmal ist es erwiesen, dass das Licht, das diese Monitore und diese Displays produzieren, unser Hirn mehr anregen und das fällt dir dann auch beim Einschlafen mit dazu ins Gewicht. Das heißt, du wirst dann schwerer schlafen können und außerdem kommst du dann mal in eine Vorruhephase. Was meine ich damit? Wenn wir permanent abgelenkt sind, das heißt, wir haben ständig Leute um uns, wir schauen uns ständig irgendwelche Informationen auf unseren Handys an, wir hören Radio, beschäftigen uns mit Nachrichten oder egal was, also einfach so Geplänkel im Außen, dann übersehen wir die wichtigen Dinge, nämlich die wichtigen Sachen, wo es wirklich um einen selber geht. Die Fragen mit: Wie fühle ich mich eigentlich selber? Was ist etwas, das ich jetzt machen möchte, das mich jetzt inspiriert? Und dazu muss einmal die Ablenkung weg. Und dazu muss einmal ein gewisses Vakuum geschaffen werden. Und wenn wir das nicht machen, sondern permanent beschallt sind, dann kommen diese Fragen, die steigen dann hoch, dann, wenn eben Zeit ist. Und das ist dann, wenn wir im Bett liegen. Und dann wälzt man sich herum oder hat ein permanentes Gedankenkreisen und beschäftigt sich dann mit diesen anderen Dingen. Das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt die sinnvollsten Gedanken sein müssen, die dir da durch den Kopf rasen, aber dein Gedankenmotor ist einfach überdreht und das schwingt weiter. Also deshalb eine Stunde vorm Schlafengehen, Fernseher aus, Handy weg, gib eine Ruhe. Da würde ich auch noch bemerken, tu am besten, weil viele Leute lassen sich ja vom Handy wecken auch, besorg dir einen anderen Wecker. Schau, dass das Handy gar nicht in deinem Schlafraum ist, dass das so ein geschützter Raum für dich ist, wo die äußere Welt möglichst wenig Zugang hat. Das wäre auf jeden Fall ganz gut und das lässt sich relativ einfach umsetzen. Also das ist so mein Tipp Nummer 1. Mein Tipp Nummer 2 geht es ein bisschen um die Lebensführung. Das sind jetzt mehrere Zugänge. Das eine ist natürlich Sport machen. Das heißt, wenn du dich schon eine halbe Stunde bewegst, an der frischen Luft joggst, walkst, Rad fährst, egal was du machst, das wäre natürlich schon gut für deinen Schlafrhythmus. Der nächste Punkt ist natürlich, was wir von der Lebensführung her machen können, ist natürlich auf die Ernährung achten. Das heißt, kurz vorm Einschlafen nichts mehr essen und eher dann auch so darauf achten, was wird am Abend gegessen. Denn wenn du zum Beispiel jetzt auch so Speisen, die sehr zuckerhaltig sind, zu dir nimmst, dann pusht dich das an. Zucker ist so ein schneller Energielieferant. Das kannst du mal probieren. Wenn du mal wirklich hart körperlich arbeitest oder Sport treibst und dann wirklich so erschöpft bist und keine Reserven mehr hast und du probierst dann mal so einen Zuckerriegel, so einen Snickers oder was zu essen, das ist wie ein Energieschub. Also das ist ganz konzentrierte Energie, die da kommt, die zwar nur kurz hochfährt, aber das reicht dir dann schon, dass man eben nicht mehr in diese Ruhephase reinkommt. Also achte einfach auf deine Ernährung, schau einfach mal, was du da vielleicht umstellen kannst oder etwas weglassen kannst, bevor du schläfst. Da gibt es genug im Internet zu finden.
Also Bewegung, Ernährung. Das sind so Lebenstipps. Und was du auch einbauen kannst, natürlich in deinen Alltag, ist Meditation. Ich weiß, ich komme schon wieder mit Meditation an, aber Meditation ist einfach etwas Wunderbares. Und ich möchte es noch einmal auf das Einfachste herunterbrechen, was man machen kann beim Meditieren, nämlich einfach ins Nahenkastl schauen. Also nicht irgendwo wieder aufs Handy gucken oder sonst was machen, sondern einfach nur starren. Und du musst da auch gar nichts sagen, sondern einfach nur Nahenkastl schauen, beim Fenster rausschauen, die Welt ziehen lassen, ohne dich zu involvieren. Und dann kommst du auch schon in so eine trainierte Ruhephase rein, was dir dann wieder hilft beim Einschlafen. Also das sind drei so Lifestyle-Tipps. Die Ernährung, Sport, Meditation, das kannst du in den Alltag einbauen und das hilft dir definitiv auch beim Schlafen. Und mein dritter Tipp, das wäre eine Entspannungsübung, wenn du im Bett liegst. Und da gibt es eine coole Übung, indem man mal versucht, alle Muskeln im Gesicht entspannen. Das heißt auch, das Kiefer mal locker lassen, nicht anspannen. Die Zunge entspannen, versuchen, dass sich wirklich alle Muskeln im Gesicht so der Reihe nach entspannen. Und wenn du das Gesicht und den Kopf durch hast, dann versuche einfach mal so deinen Nacken, deine Schulterpartie zu entspannen und einfach ruhiger zu werden. Und jeden Muskel in deinem Körper mehr und mehr zu entspannen. Und dann wirst du merken, wenn du das so machst, wirst du auch automatisch ruhiger und lässt dann leichter los und kannst auch leichter und schneller einschlafen. Ja, das sind so meine drei Tipps. Vielleicht schreibst du mir einfach deine Erfahrungen oder hast selber Tipps, wie du leichter einschlafen kannst. Dann freue ich mich, wenn du das in den Kommentaren schreibst. Wenn du ein Thema hast für ein Video, dann schreib es auch in den Kommentaren. Ich mache natürlich gerne ein Video. Genauso, wenn du Fragen zu dem Thema hast, schaue ich natürlich, dass ich die beantworte. Und einen letzten Tipp habe ich noch, weil du durchgehalten hast. Alkohol vermindert die Schlafqualität. Das heißt, wenn du Alkohol trinkst, kommst du nicht mehr in so eine tiefe Schlafphase. Du schläfst vielleicht schneller ein, aber dein Schlaf wird nicht so erholsam sein. Also achte auch einfach bei dem Konsum von alkoholischen Getränken darauf, dass du das so im Hinterkopf behältst. Gut. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, erholsamen Schlaf, dass dein Kopf klar bleibt und dass du wirklich gut, entspannt, gestärkt und gekräftigt in den neuen Tag starten kannst. Probier es mal aus. Ich freue mich über einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal, würde mir sehr helfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Oliver Ereni, medialer Energetiker, und das ist Energetik, die wirkt. Tschüss. Thank you.